Es hat alles reibungslos geklappt, ne? Ich hatte Sorge, dass wir kein Grab um die frühe Uhrzeit bekommen. Es war 5:30 oder so. Aber alles, klar, ist eine Großstadt, aber alles kein Problem. Ich habe noch einen Kokosnusskaffee zum Abschluss getrunken. Und um 7.50 Uhr geht unser Flug. There's a place we call home, fire's on, it's nice and warm, cozy up, outlast this storm. Maybe live up on a hill or in the city, never still, or by the ocean with the waves. Das ist Wahnsinn, oder? Also man kommt an, das ist alles ist irgendwie vertraut und doch anders. Und doch anders. Und überlegt und alle diese ganzen Kleinigkeiten, die so Sinn machen und dieses kleine Hotelzimmer und du checkst ein und also du gibst alles auf einem Display ein und du hast eigentlich mit der Person total wenig zu tun und du kommst rein und der Fernseher ist irgendwie an und dann kriegst du gesagt, was du hier machen sollst und dass du dich vom Onsenbaden dann bitte irgendwie waschen sollst und so Geschichten. Also alles auf gegenseitigen Respekt ausgelegt. Please behave appropriately in sacred places. If you can do this, you're really cool. Und diese Stille hier, also hier sind Menschen unterwegs, aber es ist nicht wirklich laut. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie zentral wir sind, aber es liegt auch, glaube ich, ein bisschen an der Uhrzeit. Oder vielleicht auch, dass wir nicht mittendrin sind. Aber es ist ja, es ist einfach Ordnung. Ich habe die Ordnung vermisst. Ja. Wenn man mal diesen Trubel gewohnt ist, und das ist das Krasse, wenn man diesen Kontrast hat zwischen jetzt Vietnam und Japan, dann lernt man das so zu schätzen. Oder was einem halt besser gefällt. Aber ich lerne das voll zu schätzen. Ja. Und knackig kalt. Oh, es ist saukalt. Und überall diese kleinen Kastenwagen. Alles ist anders. Wahnsinn. Hier gibt es so viel zu entdecken. Schon in den ersten Moment. Also allein das Hotel ist so, war schon wow. Wird aufgefordert, dein Handy ruhig zu stellen und man soll ja sehr leise sein. Genau, wieder dieses gegenseitige Respekt, wieder Wertschätzung. Ja, Wahnsinn. Ja. Traum. Und Ampeln, die funktionieren und du keine Angst haben musst, dass du irgendwie umgenietet wirst, weil du selbst nicht aufgepasst hast. Ganz unspezifisch. Ich bin noch auf die Toilette gegangen. Ja. Und ich hatte erst ein Problem. Ich habe gedacht, ich muss die schieben, weil ich so gedacht habe, die haben Schiebetüren, aber man muss so drücken. Jedenfalls bin ich so, ich habe dann die Tür aufbekommen, bin rein und war wirklich, ich war wirklich so, ich stand da, ich war erstmal so, ich war so, mein Gott, die Toilette, die ist richtig sauber, die ist richtig schön. Ich hab mich hingesetzt. Ja. Ohne Mist, ich habe mich hingesetzt, ohne dass ich da was gemacht habe. Du hast dich gepinkelt, du hast dich einfach hingesetzt. Ich habe beim Pinkeln mich hingesetzt. Ach so. Also was ich normalerweise gehe ich in die Hocke oder so. Ja, normal. Jetzt nicht bei uns zu Hause, da setze ich mich ganz normal hin, aber bei Restaurants oder so oder irgendwie, wo ich nicht genau weiß, gehe ich doch in die Hocke eher. Außer es gibt Pissoirs, meistens gibt es ja irgendwie Pissoirs. Das stimmt. Ach toll. Das war richtig, ein richtig schöner Einstieg. Richtig, auch süß einfach, alles süß. Und dieser ganze Service und wie wir eben noch gesprochen haben und so, sie hat uns dann noch was empfohlen. Sie kam aus der Küche raus, hat dann mit dir gesprochen, als ich von der Toilette kam. Ja, sie hat kam. Auch gefragt, wie das Essen war. Einfach diese Gespräche, dieser Service, aber dieses Echte irgendwie. Ja. So, ne? Süß einfach, einfach Wahnsinn. Toll. Und das Essen war so, wir waren kurz überfordert, weil so Gang für Gang kam und wir irgendwie 60 € ausgegeben haben, was für uns ziemlich viel ist.
Aber ich konnte noch fragen, wie es mit dem Trinkgeld ist, so, ob das irgendwie, ob das unhöflich ist, wenn man Trinkgeld gibt, wenn man dann so viel liest, irgendwie, was das angeht. Und da meinte er, man macht das hier eigentlich selten, oder es wird nicht erwartet, aber es ist auch nicht unhöflich, wenn man es macht. Dann haben wir unser ganz normales Trinkgeld gegeben. Dieses Kleingeld hier, das ist manchmal mehr wert, als man denkt. Die haben so 500 Yen-Dinge. Ich bin, also das mit dem Yen komme ich wirklich gar nicht zurecht, merke ich. Ich habe kein Verhältnis, wie viel was ist. Ich habe mir einfach bestellt. So. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, dass dieser Wein fast 10 Euro gekostet hat. Ich finde es so toll. Ich finde es so toll. Das ist Wahnsinn. Das ist grandios. Jetzt schon. Ich könnte noch weiterfahren mit der U-Bahn jetzt irgendwo hin. Keine Ahnung. Was ich allerdings gemerkt habe, so das Vegane in so Supermärkten ist, glaube ich, wird, glaube ich, hart. Weil natürlich irgendwie, wir müssen uns alles übersetzen, weil in Vietnam war teilweise halt noch das Englische mit dabei, Vietnamesisch und Englisch, aber hier ist halt echt nur Japanisch und Jetzt stell dir doch mal vor, es wird diese Apps nicht geben, mit denen man übersetzen kann, mit denen man ein Foto machen kann und übersetzen. Du wüsstest gar nicht, was, also als Veganer wüsstest du hier gar nicht, was du essen könntest. Ja, deswegen bin ich, nein. Ja, hier gibt's auch noch. Das ist wie ein kleiner Panic Room, nur zum Arbeiten. Effizient. Man muss effizient sein. Top-Wetter heute. Guck mal, da oben scheint die Sonne, Melina. Da scheint die Sonne. Ja, für heute. Ansonsten haben wir nur Regen. Ach, so ein Quatsch. Das hat für mich auf der einen Seite was Futuristisches, auf der anderen Seite sehr klassisch und fast so ein bisschen altmodisch, wie das alles hier wirkt. Das ist wie so, wenn du die neueren Star Wars-Filme guckst, wo alles modern sein soll. Aber trotzdem noch diese Knöpfe und trotzdem noch alles Mögliche. Und so ein bisschen ist auch Japan, das ist wie so ein Mikrokosmos. Wir sitzen jetzt gerade vor dem Rathaus, ich glaube das war das Rathaus, und da waren wir eben oben drauf und konnten so auf die Stadt gucken. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Und ich habe da jetzt so ein paar Zeilen geschrieben oder versucht so, okay, was ich so denke, und ich muss sagen, ich fühle mich einfach so willkommen hier. Hier gibt es überall Hinweise und hier gibt es Menschen, die irgendwie freiwillig dir Dinge erklären. Wir hatten auch so einen älteren Mann, der uns ein paar Sachen erklärt hat. Das ist einfach, man kommt hier hin und fühlt sich einfach wohl als Tourist. Ja, ist halt einfach sehr touristenfreundlich. Also man hat so vieles auf Japanisch. Gefühlt sind nur die Zuglinie und so ein bisschen mit Englisch. Aber es ist so, überall hast du ja so eine Walking-Map, die man sich angucken kann. Also hier, also für Tourismus machen die wirklich so viel. Ja, ist halt irgendwie entspannt, ich weiß auch nicht. Die Freundlichkeit ist halt das, was Wahnsinn ist. Du bestellst zum Beispiel per QR-Code, bestellst du dein Frühstück morgens, aber du bekommst es serviert auf eine Art und Weise, die man erstmal verkraften muss. Also es ist so, ist einfach so nett und so wertschätzend. Und förmlich aber auch. Also man weiß immer nie, wie man reagieren soll. Es ist immer so, es ist alles so freundlich, dass ich habe immer Angst, unfreundlich zu wirken. Ich würde jetzt schon jedem empfehlen, das sich mal anzugucken hier. Es ist einfach
besonders, sehr besonders. Wir haben ja eine Führung gemacht, also bekommen eine kleine. Und der Mann hat gesagt, witzigerweise, dass heute der letzte Tag des Winters ist und dass ab morgen Frühling beginnt. Und es gibt so Zeremonien in diesen Schreinen. Hier gibt es so ein paar Schreine. Und dann der hat das Bean Throwing genannt, ne? Irgendwie. Und da wird das Böse vertrieben. Also ein bisschen wie Fasching bei uns, oder? Also so das ursprüngliche, das ursprüngliche Fasching, aber hier halt in der traditionelleren Art und Weise. Das mag ich jetzt nicht vergleichen, aber vielleicht hast du recht. Was ich ja habe, Japan und Hunde. Ich wär, nur Good Boys hier, das oder? Sind wirklich nur, hier sind nur Good Boys. Nur gute Stücke dabei. Das ist verrückt. Komm, Melina, was hältst du davon, dass das hier so ein bisschen geschützt ist? Dass wir geschützt sind von der Kälte, während wir gehen. Das ist doch toll, oder? Das Einzige, von was ich gerade geschützt bin, ist der Wind, aber nicht der Kälte, mein Freund. So viel sei gesagt. Überlegen wir gerade, was wir machen. Wir wissen es nicht genau. Was snacken vielleicht. Aber das ist echt vegan, ist nicht so leicht, weil man eben auch die Speisekarten nicht mal einfach so lesen kann, sondern man muss sie sich eigentlich übersetzen immer. Und nicht nur, weil wir es nicht lesen können, vegan an sich ist schwierig. Auch das, ja. Hier das gute alte Wetzlar. Lina, der Plan mit Shibuya ist noch nicht ganz aufgegangen, ne? Aber vielleicht später. Aber wo sind wir jetzt erstmal? Das war jetzt meine Wahl. Wir sind im Ueno. Keine Ahnung, das heißt dieses Viertel. Und hier gibt es Museen und ein Zoo und einen Park. Das ist leicht untertrieben, finde ich. Das ist leicht untertrieben. Es wird wunderschön. Ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht schön wird. Aber das ist halt, ich wollte nach Shibuya, aber ich war halt so ein Sparfuchs und wollte nicht extra noch für eine andere Zuglinie Ticket kaufen. Wir fahren Metro, gefälligst. Von hier fährt aber auch was nach Shibuya später. Vielleicht kommen wir da auch noch hin. Mal gucken, wie die Energie hält. Ist jetzt wieder besser bei dir? Nee, ich hätte gern Kaffee. Aber vegan ist so schwierig hier. Ach, wir haben top gegessen vegan vorhin. Oh, top gegessen. Ich hatte Ramensuppe, die war saulecker. Und du hattest irgendwas anderes. Ganz ehrlich, ich liebe es, diese Videos zu schneiden, die euch hoffentlich irgendwie ein bisschen Spaß machen. Aber sie brauchen viel Zeit und dadurch auch viel Geld. Und so ein kleiner Kanal wie ich, keine Sponsoren oder irgendwas, verdient über YouTube einfach sehr wenig Geld. Deshalb habe ich gedacht, ich mache so einen kleinen Werbeblog und mache Werbung für zwei Dinge, hinter denen ich wirklich stehe. Und zwar Nummer eins ist Track Club. Falls ihr lizenzfreie Musik braucht, weil ihr Videos schneidet oder irgendwelche anderen Inhalte für die Musik braucht, dann ist Track Club einfach die beste Option. Ich habe schon viel ausprobiert. Aber Track Club fühlt sich irgendwie anders an, weil die Qualität der Musik einfach so hoch ist. Es gibt da Künstler und du denkst, warum sind die da? Warum sind die nicht berühmt? Falls ihr sowas braucht und das interessant für euch klingt, dann geht doch über den Link in der Beschreibung. Ihr bekommt 2 Monate gratis testen statt 1 Monat und ich bekomme eine kleine Provision. Und für alle, die keine lizenzfreie Musik brauchen, mein zweiter Dienst, den ich absolut liebe, Audible. Ich habe mittlerweile über 16 Tage Hördauer, habe ich gerade eben gesehen, und genieße einfach auf Reisen oder auf dem Weg zur Arbeit. Auch da gibt es einen Link in der Beschreibung. Falls ihr da drauf geht, gibt es für mich eine kleine Provision. Vielen Dank für die Geduld und zurück zum Video. Ihr kommt auf die Teller, ne? Ich hab gerade die Arme. Nee, kann ich.
Zigarettenrauch riecht. Ah, das ist der Grüntee. Ich hatte diesen chinesischen Grüntee mal. Mhm. Oh, okay, dann ist das der. Ja, boah. Boah, das hat doch voll was von Kaffee. Ja, nur dass es leider kein Kaffee ist. Nach Vietnam denkt man halt, dass alles süß ist. Dann kommst du hier hin. Was die unter Eistee verstehen, ist Tee mit Eis, nur ohne den Zucker. Was dann sicher gut ist. Spülst du jetzt den ekelhaften Tee von eben mit einem schönen Glühwein runter? Oder was bestellst du? Ich nehme die 1. Klassik. Ich könnte auch Wodka Green Tea, aber da habe ich ein bisschen Angst vor. Ist gar nicht so teuer übrigens hier. Obwohl, naja doch. Es sind 5 Euro. Guck dir mal die Größe bitte an. Das ist klein, gell? Also du willst nichts. Nee, ich will nichts. Das ist voll cool, dass wir hier gerade sind. Voll gut gemacht, Spatz. Ja. Richtig bei den Einheimischen am Feiern. Das Problem ist wieder die Vegan-Freundlichkeit. Das sieht alles sehr fleischlastig aus. Und wir sind so gepolt auf dieses, oh, wenn was grün ist oder wenn irgendwo groß vegan steht. Aber das ist hier gar nicht, ne? Null. 0,00. Das kann alles bedeuten. Das bleiben wir einfach. Tiro. Runde 2. Ressourcenschonend, weil es derselbe Cup ist. Anders. Shibuya, setz nochmal einen drauf, oder? Also richtig cool, allein fürs Shoppen. Ich glaube, Leute, die so auf Popkultur stehen, auf diese ganzen Kleinigkeiten, so der ganze Nintendo, der ganze das ist das Mekka hier, also so generell Japan. Es wird ja eine Japan, aber ich glaube, es gibt noch bessere Viertel, was das angeht. Wobei das Viertel sich wohl dahingehend noch mehr entwickelt, dieses ganze Anime und so. Okay. Wenn man denkt, so wenn man in den USA ist, okay, es ist schon viel so diese Popkultur, aber hier ist Popkultur einfach noch größer, viel, viel größer. Ja, es lebe. Wenn hier kein Konsum ist, dann weiß ich es auch nicht. Was haben wir da jetzt eben gefunden? Eine Biobäckerei mit veganen Backwaren. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, es ist süß. Ja. Jetzt gehen wir zum Pokémon Center. Schicke Gegend hier, muss man sagen. Es ist auch Wahnsinn zu sehen, was hier ausgegeben, was heißt es ausgegeben wird, aber was hier die Leute anhaben und was hier die Leute so wahrscheinlich an Mode ausgeben. Nur gerade in dem gut angezogene Menschen überwiegend. Die Japaner, die können es einfach. Die haben die Klamottenläden sind einfach so nice. Wie clean hier die Leute angezogen sind teilweise. Die haben, hat Charakter. Naja, dann hat ja jeder denselben Charakter. Das ist alles so diese Oversize-Sachen. Es ist clean, stimmt schon. Ja, aber die Leute denken sich hierbei richtig was. Die schweißen sich nicht irgendwie einfach was drüber. Ich lieb's. Guck mal, das ist der Disney-Store. Und der nächste Store. Wenn man einmal raus aus der Geschichte ist, dann ist das alles gar nicht mehr so spannend irgendwie. Aber für Leute, die da Bock drauf haben, ist es natürlich super.
Also da findet man alles. Jedes einzelne Produkt von allen möglichen Franchises, Merchandise. Hier ist alles. Sind wir direkt schon da? Ich muss jetzt um die Ecke. Wusste ich gar nicht. Nee, weil du keinen Orientierungssinn hast. Ich habe null Orientierungssinn. Ich weiß nie, wo ich bin. Ja. Wirklich nie. Never. Es war ein guter Tag. Es ging rum wie nix. Wir haben drei Viertel angeschnitten. Man kann die Dinge nur anschneiden in Tokio. Ja, wir sind einfach überall mal durchgelaufen. Shinjuku, Ueno und Shibuya. Und es ist crazy. Und jetzt schlafen. Schlafen. Ja, wir sind heute Morgen um 9:30 gegangen und kommen um 10 wieder. Mir tut die Hüfte weh. Mein Knie. Oh. Ich werde so alt. Oh, der wird alt. About it. Morgen gibt es wieder Pancakes. Jeden Morgen gibt es für uns Pancakes jetzt. Pancakes.